Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 4. Hier auf meinem Kanal, vielen Dank fürs Einschalten, liebe Freunde. So, wir haben jetzt nochmal ein bisschen an den Audioausgaben herumgespielt, sodass wir, ja, vielleicht es jetzt endlich hinbekommen haben, die Synchronisation. Dass es jetzt 1 zu 1 läuft. Das ist natürlich ein Nachteil, wenn man eine 10 € Game Capture Card hat. Dafür nehme ich das aber auch gerne in Kauf. Ziemlich rutschig. Wo muss ich eigentlich hin? Wo ist der denn nochmal? Wo da hinten war der doch, oder? Hier schon mal irgendwie was snacken, nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Ah, das ist so schön, endlich mal ein grafisch ja, intensives, schönes Spiel zu bekommen. Adaptionssteuerung. Dann machen wir das mal, ne? Mit der Kamera, mal gucken. Fahrzeugkamerahilfe, Kamerahilfe, hier. Machen wir einfach mal ein. Ja, lassen wir es einfach mal an. Wir können es ja trotzdem noch manuell mitbewegen. Nein. Muss ich hier rein? Okay. Still und leise. Ja, sag's doch einfach. Wie war denn das nochmal? Ich mich da nochmal hinhocken. Ich meine, das war doch Kreis. Egal, wir schauen erstmal, was es hier zu snacken gibt. Unsere Aufgabe, solchen Jungen zu helfen. In der Zwischenzeit muss ich ein Dutzend weiterer Jungs vernachlässigen. Was soll ich denn tun? Meine Meinung kennen Sie. Tja, ich bin noch nicht bereit, ihn aufzugeben. Sie müssen es einsehen. Gut, ich rede morgen mit ihm. Okay? Mal gucken, ob ich dann überhaupt noch da bin. Vater. Gute Nacht, Schwester Catherine. Wer weiß? Wo muss ich denn hin? Fuck. Verdammt. Wow. Meine Akte. Saint Vincent oder Francis Heim für Jungen. Verhaltensbericht. Ich habe zufällig beobachtet, wie Edward mit einem anderen. Mit einem von Nathans Büchern in der Luft herumfuchtelt. Um den Kleinen zu ärgern. Nathan hat sich sofort Edward gestürzt und den Großen umgeworfen. Ich bin gleich hingerannt und dazwischen gegangen. Doch dort hatten sie sich schon geschafft, sich gegenseitig zu schlagen. Oh Gott. Naja. Ja. Ich muss zu dem Fenster. Los. Nathan. Shit. Ah, komm mit, junger Mann. Falsche Taste gedrückt. Oh Mann, ey. Ich muss zu dem Fenster.
Na los. Bewegung, Schwester. Mhm. Raucht die da jetzt ewig oder was? Okay, das mit der Taste habe ich noch nicht so wirklich raus. Schwester Catherine? Mist. Ah. Schwester Catherine, ich habe die Schlüssel wieder vergessen. Könnten Sie mir aufmachen? Ich komme, Vater. Oh, Mann. Okay, das mit der Steuerung, muss ich noch ein bisschen hinbekommen. Mich nervt diese Kamerahilfe etwas. Wo waren das jetzt nochmal? Ah. Nee. Kamerasteuerung, Kamerahilfe. Ich auch komplett in die falsche Richtung gehe hier. Fast geschafft. Warum passiert mir oder ihm das eigentlich immer nur? Sam? Du musst lernen, auf dich aufzupassen. Okay. Schön, dich zu sehen, kleiner Bruder. Was ist das? Echt jetzt? Schon wieder? Das ist nichts. Du wolltest dich doch von Ärger fernhalten. Er hat schlecht über uns geredet. Und? Er hat gesagt, Dad ist abgehauen, weil wir nutzlos sind. Und Mom ist in der Hölle, Nathan, weil... Nathan, komm. Die sagen das nur, um dich zu verletzen. Okay? Du musst lernen, darüber zu lachen. Wie du? Mach, was ich sage, nicht, was ich tue. Hier. Du bist noch krank. Okay. Also, was machst du hier überhaupt? Wenn die Nonnen dich erwischen, rufen sie die Polizei. Ja, ich hab was für dich. Das kann nicht bis Weihnachten warten. Was? Ist es draußen? Wie war das mit dem Ärger noch? Na, das ist deine Ausnahme. Aha. Mhm. Guter Sprung. Ey, hilf Komm. Mir. Hier, gib mir. Du kannst sagen, hallo. Alter Schwede, bist du leicht. Hat die Schwester genug zu futtern? Ziemlich leer hier. Wo sind alle hin? So ein Bibeltreffen. Hier erinnere ich mich. Bibeltreffen. Ja, ja. Wie geht das, Pater Duff? Also ich glaube, die Synchronisation ist fast perfekt. Warum komme ich da nicht hoch? Jetzt. Hier lang. Wir sind gleich da. Das war leicht. Kein Türkeil. Doch schon. Das dachte ich jedenfalls. Nein, ist auch egal. Dann geht es ab nach oben. Nach oben? Einfach mir nach. Genau. So. Boah. Und jetzt geht's ab nach oben.
Hast du das schon mal gemacht? Ein oder zweimal. Hier, komm schon. Du bist dran. Okay. Ja, komm auf. Oh. Steuerung! Oh. Und was hast du so gemacht? Vorhin gearbeitet. Gehst du noch mit diesem Mädchen? Ja. Crystal? Mal ja, mal nein. Aktuell ja, nein. Ja? Ja, das war schon richtig darüber. Danke. Wir machen es direkt so. Wir sind cooler. Okay. Ohne Mucken kein Ruhm. Wow. Denk nicht darüber nach. Du schaffst das. Ich hätte das nicht geschafft, ey. Mensch. Hab dich. Aua Bauch. Siehst du? Kein Problem. Ja. Echt kein Ding. Bleib bei mir. Ziemlich cool, was? Ja, voll. Hier durch. Direkt hinter dir. Da kommt ein Sprung. Okay. Wo bringt Sam mich eigentlich hin, ey? Okay. Durch die Mitte. Schön vorsichtig. Was? Ist das eine Sünde? Ich glaube ja. Bereit, Tarzan? Ja, mach hinne. Ich warte nur auf dich. Achso. Ja. Okay, weiter. Und jetzt? Okay, da springen wir dann einfach ran. Alles klar. Gut. Da dann auch. Okay. So hoch kann ich nicht springen. Okay, geh einfach um die Ecke. Schöner Ausblick, was? Ja, nicht schlecht. Warst du schon mal hier oben? Du meinst auf diesem Dach hier? Nein. Aber... Du kennst den Weg, oder? Mehr oder weniger. Ach ja. Ich bin gerade ehrlich gesagt noch ein bisschen erstaunt von der Grafik. So schlecht ist die jetzt gar nicht. Warte hier und schau mir zu. Okay. Du schaffst das. Du schaffst das, Nate. Jo. Pumbe. Okay, mach nur. Okay, nachdenken. Oh Mist! Komm! Okay, zu früh abgesprungen. Komm! Geschafft! Ja, natürlich. Hier, folge mir. Weißt du was? So, jetzt bist du mal dran. Aber wo bringst du mich eigentlich hin? Echt? Ja, echt. Ich folge dir dann. Ha!
So geht das, Nate. Okay, dann mal los. Woo! Okay. Ja, jetzt? Jetzt muss ich jetzt auch wieder selber gucken. Okay. Okay. Nach dir. Genau so. Und draußen. Okay. Sieh mal. Ne? Wow, eine 250er? 250? Was redest du da? Nein, das ist die 500 Kubik Twin. Wie krass. Ja. Die ist geklaut. Wow. Ich klauen? Ey, du solltest wissen, ich hab mich geändert. Gekauft von meinem schwer verdienten Geld. Ja, komm, spring auf. Was? So etwas machst du doch nur, wenn du etwas gut machen willst. Du bist ein ziemlicher Klugscheißer, weißt du das? Okay. Ich hab da diesen Job. Gutes Geld. Sehr gutes, aber ich muss eine Weile weg. Was ist eine Weile? Für ein Jahr. Höchstens ein Jahr. Und dann bin ich ruckzuck wieder da, okay? Du lässt mich hängen. Ach komm, mach's nicht so dramatisch. War's denn nicht schon genug, mich da drin zu lassen? Wie kannst du mir das antun? Hey, halt. Ich mach das für dich. Das Geld, das ich verdiene, ist für uns beide. Und wenn du in ein paar Was Jahren draußen... in ein paar Jahren? Nimm mich doch mit. Ich komme selbst kaum über die Runden. Ich kann helfen. Ich weiß, du findest das Waisenhaus beschissen. Wenn du wüsstest. Ja, aber es ist für dich gerade das Beste. Okay? Du musst mir jetzt einfach vertrauen. Das ist nicht fair. Hey, das Leben war noch nie fair zu uns. Aber wir sind noch da, oder? Stimmt. Tja, weißt du, das Motorrad war nicht die einzige Überraschung. Und die nächste muss ich dir wohl verderben. Was? Ich hab Moms Kram gefunden. Alles, was Dad verkauft hat. Ich kenne den Käufer. Sagst du mir das, damit ich mich besser fühle? Nein, ich schwöre es. Wo? Ah, am anderen Ende der Stadt. Wollen wir hinfahren und das holen? Du meinst stehlen? Ah, es ist nicht gestohlen, wenn es uns sowieso gehört. Ich fürchte, die Polizei sieht das anders. Na, dann lassen wir uns nicht erwischen. Bist du bereit? Oh ja. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Okay. Acabemos con esto. Danos. Chingada, este gringo sabe pelear, ¿eh? Tú lo empezaste, pero yo voy a acabarlo. ¿Cómo está esto? ¿Eh? ¡Rómpele el brazo! ¡Mam! A ver cómo te sales de esta, cara. ¡Gustavo! ¡Mata a este gringo! ¿Qué oh. tal esto? ¡Míralo! ¡Lass mich los, Arschloch! Das ist ja unfair, ey. ¡Hallo! ¡Lucha como un hombre! ¡Golpéalo! ¿Qué? ¡Este es el... ¡Rómpele la cara! Also, Kampfkombos wären schön, ne? ¡Toma esto, pendejo! Sí, Gustavo. Danke, Leute. Esto es por meterte con nosotros. Sí, Gustavo. Ahora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. Hey, irgendwie. Mal so eine schöne Combo-Anzeige wäre doch mal schön. No te seguimos, amigo. Mist. ¡Te voy a matar, come mierda! ¡Puedes hacerlo! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Dale una palaza, ¡Ah, Nathan! ¡Comes, Nathan! ¡Ya basta! ¡Arriba!
jetzt? Was zum Teufel? Was, der Idiot, das? Suelten me! Das war kein Kampf. Oder, Kleiner? Voy a matar, hijo, come mierda. Hey, ruf mich an, wenn du groß genug hierfür bist. Te voy a sacar tiras por el culo! Solitaria! Cájalo! Te voy a estar esperando aquí, eh? Ah, wir sind noch nicht ganz synchron, Leute. Abre. Ach, komm. Wie lange soll ich hier drin bleiben? Ah, wo ist die Toilette? Direkt vor dir. Viel Spaß. Werde ich haben. Gracias. Steh auf. Oh Mann, ich hatte gerade so einen schönen Traum. Ey. Schon gut. Langsam. Ja, ist ja gut. Ein höllischer Ort. Ja, liebe Freunde, da würde ich sagen, machen wir auch hier wieder einen kleinen Cut. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge, wenn ihr wieder mit dabei sein wollt, natürlich wieder mit einschaltet. Macht's gut, bis dahin, bleibt gesund und ciao.